Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin gerade ungeschminkt und braun. Wie kommt das? Ja, ich hatte selbst Corona drauf. Ich habe ein bisschen Flecken im Gesicht bekommen. Aber YOLO, ich fühle mich brauner, einfach wohler und ansonsten geht's eigentlich. Ich habe hier noch, glaube ich, so einen kleinen Fail. Okay, nee, habe ich doch nicht. Ach, der ist auf der Seite. Da sieht es. Aber sonst ist es eigentlich voll gut geworden. Ich habe, ich zeig euch mal, was ich benutzt habe. Oh, schön bei meinen ganzen gewaschenen Unterhosen. hier, den habe ich benutzt. Saint-Tropez Medium. Und es ist so ein brauner Schaum und den trage ich immer mit so einem Handschuh auf. Oh, okay, hier sieht meine Hand ein bisschen fail aus. Und dann habe ich mir jetzt neu den hier gekauft. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, weil das ist so ein Wasser, was durchsichtig ist. Das trägt man auch mit so einem Handschuh auf. Und dann soll das aber nicht abfärben. Also man muss es nicht abwaschen. Den hier muss man ja abwaschen. Ja, ich bin gespannt. Das will ich mal machen, wenn ich so ein bisschen spontaner irgendwo hingehe und weiß, ich muss in 4 Stunden schön aussehen und dann will ich mich vielleicht ein bisschen bräunen. Mal schauen. Die sind jetzt nicht so billig, aber die sind einfach gut und halten lange und gehen auch gut ab und deswegen. Ich mache mich jetzt fertig, denn heute wird ein voll cooler Day. Heute kommt nämlich Ness mit ihrem Freund zu uns und die schlafen auch eine Nacht bei uns. Und ich überlege gerade, ob ich daraus so einen Doppelvlog machen soll, weil morgen treffe ich mich auch mit Luisa noch und so und auch mit Ness und maybe. Also auf jeden Fall kommen die jetzt erstmal heute. Wir überlegen noch, ob wir die abholen oder nicht, aber es ist ein bisschen weiter weg, wo die ankommen. Deswegen, und in Berlin Auto fahren ist immer so nicht mein Fachgebiet. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt erstmal fertig machen, meine Haare machen, mich schminken. Dann nehme ich euch auch ein bisschen mit. Jetzt wird der erstmal nass gemacht. Ich wünsche, der könnte sich von selber nass machen. Das nervt immer so. Mir wird so oft geschrieben, dass ich euch mehr meine Routinen und so zeigen soll. Aber ich persönlich hasse einfach, also wirklich Leute, ich hasse Morgenroutinen und Abendroutinen. Ich habe einmal eine gedreht, aber ich habe halt gemerkt, dass mich das selber absolut gar nicht interessiert. Und deswegen, also ich gucke mir das halt nie bei anderen Leuten an. Und ich möchte nur Videos drehen, die ich bei anderen Leuten schaue. Und ich gucke sehr viele Vlogs und deswegen versuche ich mehr zu vloggen. Wow! Braun geworden. Man sieht es, weil ich habe hier zum Beispiel vergessen aufzutragen. Und seht ihr, ich bin so voll weiß um den Mund. Und auch hier. Ich liebe seit neuestem wieder die Fit Me's, aber ich glaube, die ist zu dunkel für mich. So, ich habe jetzt hier, glaube ich, eine der hellsten Farben. Das hier ist 110. Die benutze ich, wenn ich keinen Selbstfutter drauf habe. Und die benutze ich, wenn ich selbst Bräuner drauf habe, aber irgendwie ist die mir gerade zu dunkel. Also, ich mische die beiden jetzt. Und dafür benutze ich mein Ei. Also, auf den Handrücken. Und auch auf den Handrücken. Ich liebe irgendwie im Sommer einfach die Fit Me Foundation. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe immer die Variante, die gibt es ja in zwei Varianten. Normal to Dry Skin. Ist für mich anscheinend ganz gut. Ich habe, seit ich die Pille abgesetzt habe, gar keine Ahnung mehr, was für einen Hauttypen ich habe. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der ändert sich gefühlt jeden Tag. Zum Beispiel trage ich meinen Selbstbräuner auch im Gesicht auf. Und mich fragen dann immer alle so, hä, kriegst du davon keine Pickel? Und ich habe das Gefühl, dass mein Selbstbräuner meine Pickel sogar wegmacht. Also wenn ich Pickel habe, Selbstbräuner drauf mache, dann ätzt es die so weg. So habe ich das Gefühl, weil danach habe ich immer nicht mehr so viele Pickel. Ist ganz komisch. Jetzt kommt der Concealer. Dann pudere ich mich jetzt einfach ab mit dem All About Matte Puder. Ich mag zurzeit nicht mehr so ganz, mich so krass zu baken. Also ich habe ihn nie richtig gebaked, aber immer mit diesem losen Puder. Und irgendwie mag ich das nicht mehr. Liegt vielleicht daran, dass ich einfach so krass schwitze und dann das nicht so gut aussieht. Kontur mache ich dann wieder mit meinem allerliebsten Kat Von D Puder. Habt ihr übrigens Tipps zum Pinselwaschen? Weil ich persönlich hatte immer so ein Pinsel-Shampoo, aber ich habe das irgendwie beim Umzug verloren. Und ich habe wirklich, Leute, das ist richtig eklig, aber ich habe seit dem Umzug meine Pinsel nicht mehr gewaschen. Und das ist jetzt schon 2 Monate her oder so. Also langsam ekel ich mich vor meinen Pinseln. Weil ich will nicht normale Seife nehmen. Also ich wasche meinen Beautyblender immer mit normaler Seife. Aber meine Pinsel will ich irgendwie nicht mit normaler Seife waschen. Beste Mascara-Kombination, by the way. Jetzt kommen die Haare dran. Und ich habe jetzt ja kürzere Haare und ich tue mich manchmal mit dem Styling noch ein bisschen schwer. Ich glaube, relativ glatt sieht es halt am besten aus mit so einem ganz kleinen Schwung. Aber das immer hinzukriegen, da brauchst du echt eigentlich immer einen Good Hair Day. Also, mal gucken. Aber ich liebe zurzeit meine Farbe. Die ist super, super kühl. Es liegt alles nur an meinem neuen Silbershampoo. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das ist so geil. Also das dürft ihr echt auch nicht zu lange einwirken lassen, weil ihr dann, glaube ich, grün-graue Haare kriegt. Meine Haare sind schon echt super grau jetzt. Ich glaube, damit könnte man richtig so Granny Hair hinbekommen. So, Marcel und ich drehen jetzt gleich ein Video für seinen Kanal. Ich glaube, ich sollte mir kurz ein BH anziehen, weil ich bin immer voll paranoia dann, dass man irgendwas sieht. Mein lieber Kumpel Mo hat nämlich eine eigene Collection und das ist aus der Collection. Das ist richtig cool, das ist sogar Größe S, also ihr könnt es trotzdem als Kleid tragen. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Ich liebe es. So, wir haben fertig gedreht. Ich habe mir einen anderen Lippenstift drauf gemacht, weil ich den irgendwie besser finde. Dann habe ich mir jetzt gerade noch einen BH angezogen und eine Hose drunter gezogen.
Und ich würde sagen, die liebe ich übrigens. Die ist von Boho. Okay. Habe ich, glaube ich, auch den nächsten Rabattcode. Ich habe gerade Marcells Kamerastativ, by the way, she bist. Das hat er noch gar nicht gemerkt. Ja, und jetzt holen wir gleich Ness und Marco ab. Aber Leute, die sind einfach ohne uns essen gegangen. Wir dachten, wir holen die jetzt ab und dann gehen wir essen. Aber die schreiben gerade so, wir gehen noch was essen. Alles klar, Leute, das nehme ich übel. Essen und ich, mich betrügt man nicht. Ich möchte jetzt mit diesem Koffer hier ein Foto machen. Deswegen nehme ich den mit, weil ich finde den voll schön. Und dann sehe ich so Travel Girl aus. Und was sagst du? Ich mach gerade einen Kurs. Sorry. Oh, du bist voll hübsch. Nein, nicht so. Du musst nett gucken. Lächelt mich an. Yes, oh, that's what I like. Ich gehe auf Reisen, aber eigentlich gehe ich gar nicht auf Reisen. Stark, stark wie ein Krieger. Oh, ein Tiger. Oh. Digga, der hat die Reifen so scheiße gestellt hier, der Rechte. Ey, Leute, bei uns zur Post zu gehen ist immer ein Aufwand, ey. Ah. Im Zentrum zur Post, das will man nicht. Aber ich fahre so gut Auto, das ist krank. Und deine Gurte sind geil. Ich liebe die, sind so schön. Boah, fahre ich gut Auto. Hey, Da sind Abonnenten, die uns gerade filmen. Wow, Schatz! Oh Gott! Da wollte jemand angeben mit seinen Drive-Künsten und seinem Car. Hey. Hallo, da sind sie. Und wir haben sie jetzt gezwungen, nochmal mit uns essen zu gehen. Ach, machst du den ganzen Pass? Ja, ich habe gerade schon eine Ansage gemacht, dass sie ohne uns essen geht. Ich habe auch Kamera dabei. Man weiß immer so nicht, soll ich vloggen oder nicht? Kommt's weird? Einer muss anfangen. Food is there. Do you love it? Kennt ihr das? Marcel hat schlechte Laune, wenn er keinen Hunger hat. Wenn er Hunger hat, oh Mann, keinen Hunger. Ach, egal. Viel Spaß bei deiner Suppe. Dankeschön. Klecker nicht auf deine weiße Hose. Klecker nicht auf deine weiße Hose. Wer hat denn diesen nicen Ass? Ich weiß es nicht. Oh, das ist die Ness. Wir gehen jetzt ein bisschen einkaufen und so ein paar Getränke, Menke. Ich bin so braun, das ist so weird. Meine Lippen sehen dann immer so rosa aus. Ich habe echt rosa Lippen. Voll kleine Süße. War schön. Schön. Hast du dir gegönnt? Jo. Ich brauche auch so ein kleines, weil dann geht auch ein kleines Taschen. Ich will kein großes mehr haben. Ich hatte immer so diese Monster-Dinge. Ja, ich habe auch so ein. Ich habe jetzt 10 Jahre, dass ich ein kleines habe. Weißt du, pass mal an, wie handlich das ist. Ja, voll geil. Da passt alles rein, auch jede Karte. Perfekt für die Hand. Ja, ja. Ja, ich brauche sowas zum Umpacken. So, weißt du, wenn ich mal eine kleine Handtasche habe. Wir gehen jetzt Getränke kaufen. Kann ich meine Sachen mal dir reinstecken? In den Koffer? Ja. Nein. Eventuell ist der nächste Tag angebrochen und wir haben nicht mehr gebloggt. Cool. Ich kann euch eventuell mal hier schnell einblenden, was wir gemacht haben und dann auch ganz schnell wieder ausblenden, weil das will man, glaube ich, nicht sehen. Das ist nicht für die große, breite Öffentlichkeit gedacht. Aua. Ja, aber du, was war das, wie du guckst? So einer kann das tun. Krasse von der Monika, ich meine bin lieber Alkohol. Wir hatten aber auf jeden Fall mega Spaß und ich würde sagen, die Abende, wo man am wenigsten vloggt, sind immer die besten. Und Leute, ich habe gerade das erste Mal so eine richtige Fancy Foundation benutzt, weil die von Ness war, diese Estee Lauder Double Wear Foundation. Und ich sträube mich ja eigentlich immer gegen so teure Sachen, aber ich muss sagen, die ist schon ziemlich geil. Okay, und jetzt essen wir. Wir haben leider nur Käse für aufs Brötchen, aber Käse ist bae. Und natürlich noch Pizza. Und falls ihr mir einen guten Sonnenschirm empfehlen könnt, bitte empfehlt mir einen, weil wir haben immer noch keinen und das nervt. Das ist mein Outfit. Okay, warte, das zeige ich gleich. Das ist mein Outfit. Diese Ärmel gehen gleich noch runter, aber die fucken mich gerade ab. Und deswegen muss ich hier unten das bügeln, sagt Ness. Ich würde es jetzt nicht machen. Because the Leben ist too short to bügel. Aber ja, und ich versuche es jetzt mit meinem Glätteisen zu machen, Leute. Ja, ich glätte auch gleich. Oh, es wird voll dunkel. Ich glaube, das sollte man vielleicht doch nicht machen. Ach, scheiß doch drauf, oder? Ja, ich habe ja nur gefragt, ob du bügelst. Schön, ja. Nein, ich bügel nicht. Hätten wir das. Übrigens warten wir auf Luisa und Luisa kommt einfach nicht. Achso, du redest mit dem. Ja. Oh, 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 Luisa. Jetzt werden die Nippelsticker auf. Das filmen wir aber auch. Ich wette, das wird heute gar nicht so ein Event, wo man so schön aussehen muss. Ein Like. Ness hat gerade ihre Bestrafungsfoto hochgeladen, weil sie musste, weil sie bei der Challenge verloren hat, oh Mann ey, musste sie ein Foto hochladen, wo sie sich so mega krass die Lippen bearbeitet hat, aber so einen auf niemand merkt. Bei mir direkt so ein Kommentar, Photoshop ist nicht da. Wow. Bei mir Botox-Lippen ist da. Sonja! Jetzt reicht's hier. Oh Mann. Voila. Oh, ja. Tschüss.
Der Abschied wird langsam real. Luisa ist übrigens irgendwo angekommen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo sie ist. Ah, da. Hello. Was geht ab? Oh, der Lippenstift. Finally are you arrived. Ich bin mich gerade im weißen Zeug gemobbt. Kein guter Zeitpunkt, nichts. Und wir gehen jetzt gleich los. Und ja, ich muss mir heute natürlich Lippenstift mitnehmen, weil das hält nicht so lange hier. Marcel ist übrigens gerade nicht zu Hause, weil er für sein Musikvideo irgendwas dreht. Und ich bin gespannt, wie das wird, Leute. I love you, Sonja Schein. Okay. Okay. Ja. Und wenn ich auf dem Abend noch was Cooles filmen will, dann filme ich es einfach mit dem iPhone, Leute, damit müsst ihr klarkommen. So, Leute, heute ist wieder der nächste Tag angebrochen. Ich dachte, das wird jetzt so ein bisschen mehrtägiger Vlog. Ihr könnt mir immer in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt auf so, ist jetzt kein Wochenvlog, sondern so mal so 2-3 Tage am Stück, dann ist es vielleicht manchmal nicht so langweilig zwischendurch, weil ich dann nur bei den coolen Momenten vlogge. Ich bin jetzt schon wieder voll in Eile, ich muss mich gleich umziehen und ihr seht schon hier, ich habe gepackt, meinen neuen Koffer. Und ja, das ziehe ich jetzt gleich alles an. Hier habe ich schon ein bisschen meine Reisetasche gepackt. Ich nehme meinen Laptop mit. Denn heute ist es wirklich ziemlich aufregend. Wir gehen gleich zu einem Fotoshooting bei unserem Netzwerk. Das ist für ein richtig cooles Projekt. Da treffen wir auch noch gleich ganz viele andere YouTuber. Und ja, dann muss ich nach Hamburg, weil ich habe dann ein kleines Meet and Greet, wo ich auch eine Zuschauerin schminken muss mit Nix im Butney. Und dann fährt mich Marcel zum Hauptbahnhof und fahre ich nach Hamburg. Dann schlafe ich da eine Nacht, treffe abends Julita, gehe mit der essen. Und ja, morgen fahre ich dann nach Hameln und dann bleiben wir da 3-4 Tage. Und darauf freue ich mich auch, weil das wird dann so eine ganz kleine so Entspannungspause. Ich werde trotzdem wahrscheinlich Videos machen, also vloggen oder so. Yes, I freue mich. Leute, ich bin im Hotel angekommen. Ich habe mich einfach nicht getraut zu vloggen auf der Reise, weil ich so die ganze Zeit alleine war. Ich war irgendwie 1,5 Stunden zu früh am Bahnhof. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Jetzt holt mich der liebe Fatah Mehdian ab. Oh Gott, erst in 8 Minuten. Oh, ich komme zu spät. Scheiße. Oh Mann, ich bin in Berlin gewohnt, dass die so in einer Minute da sind. Naja, YOLO. Ich bin so aufgeregt, Mann. Ich wusste nicht ganz genau, dass das so ein richtiges Meet and Greet ist. Und ich habe erst gestern angefangen, das einmal in meine Story zu posten. Ich habe gar keinen Post auf Insta gemacht oder ich habe auch gar keinen Shoutout auf YouTube gemacht. Ich hoffe, dass da überhaupt welche kommen, weil das Event ist irgendwie voll darauf ausgebaut. Also es ist so ein Festival-Event von Butney, aber eine Stunde lang habe ich dann Meet and Greet. Ups. Ich hoffe, dass da überhaupt genug Leute kommen, aber mal schauen. Und wenn nicht, dann mache ich das schon irgendwie mit meiner Managerin. Bestimmt Party. Ich hoffe, das wird cool. Ich habe echt Angst, ey. Ich fühle mich bei so Meet and Greets immer voll unwohl, wenn ich die alleine habe. 6 Minuten, okay. Ich zeige euch nochmal ganz schnell mein Outfit und dann geht's los. Hier ist mein Koffer. Ich habe übrigens nur so viel dabei, weil ich noch von hier aus nach Hameln fahre, aber das wird dann ein weiterer Vlog. Jetzt geht's nur noch um heute. Ich treffe heute Abend nochmal Julita. I wear this pullover. Den habe ich euch schon mal auf Instagram gezeigt. Oh, das Licht ist hier so scheiße. Ja, yes. Und ich habe eine Unterhose von Marcel drunter, damit, ja. Ich hatte eigentlich so einen Hosenrock von H&M mit, aber der ist mir irgendwie ein bisschen zu, der guckt immer unten so raus. Weil ich finde so die H&M kurzen Hosen, die gehen immer in der Mitte, also hier zwischen den Beinen, werden die immer so lang. Wieso das ist immer so scheiße? Immer noch. Egal. Hier ist gerade schlechtes Licht, deswegen ist es hier alles so ein bisschen verzogen. Immer noch. Okay, mein Handy kommt nicht klar. Julita habe ich gemietet, habe ich euch erzählt. Oder ich bin das Licht übrigens. Ja, das Licht. Und ihr Baby ist auch hier. Hallo, die Gin Tonics waren für dich auf jeden Fall. Und nicht für Anna. Da ist nämlich noch Anna und John ist gerade irgendwie rausgegangen, warum auch immer. Die waren hier gerade richtig schön essen. Und zwar so mit Kissen auf dem Boden, seht ihr das? Richtig, richtig cool. Ja. Finally, we saw us. Woo! Und da ist Jan und wir gehen jetzt und Anna fährt uns netterweise nach Hause. Apfelschorle. Ah, ja, Apfelschorle, ja. Hallo, tschüss. Bye bye. Hallo, tschüss. So Leute, ich bin jetzt endlich im Bett. Oh, stell dich mal vor, ich hatte so kurze Haare. Es war so ein schöner Tag, ich bin so fertig. Ich glaube, der Vlog ist auch lang genug. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt, mal so einen längeren Vlog von mir zu sehen. Hätte eigentlich mal Bock drauf, so längere Vlogs zu machen, weil ich glaube, für mich später ist das halt mega cool, sowas anzuschauen. Trotzdem würde mich auch interessieren, was ihr davon haltet, weil in erster Linie mache ich auch für euch die Videos. Und ja, ich würde sagen, danke an Nix,
für dieses tolle Event, damit ich konnte so viele von euch treffen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Es waren, am Anfang hatte ich halt voll Angst, dass keiner kommt, aber es waren dann am Ende doch wieder voll viele da und oh mein Gott, ich war einfach so glücklich, euch zu sehen. Ich finde das so schön. Ich glaube, ihr hattet auch voll die schöne Zeit. Also ich glaube, jeder von uns hatte Spaß. Ich habe jemanden geschminkt und ich hoffe, das war gut. Ich weiß es nicht. Ich muss mich nur abschminken, fällt mir gerade auf. Es war aber voll der schöne Abend. Dann waren wir gerade noch mit der Foodguide-App essen. Also die haben uns zum Essen eingeladen. Das war so schön. Ich habe da jetzt nicht so viel gefilmt, weil irgendwie, ich habe Julita das erste Mal gesehen und irgendwie will ich dann nicht alles so auf Kamera machen, weil man erstmal so, ach keine Ahnung, es kam mir aber irgendwie so vor, als würde ich sie schon länger kennen. Jan und Anna kenne ich ja schon sehr lange. Und bei Julita kam es mir auch so vor, als würde ich sie schon ewig kennen. Das ist ein gutes Sign, Girl. Und ja, ich glaube schon wieder 1,5 Minuten. Der Vlog wird, glaube ich, 8 Milliarden Jahre lang sein. Also halte ich jetzt meine Schnauze und ich würde sagen, danke, dass ich euch habe. Ihr seid die Süßesten. Ich liebe meine Loops Crew. Bis dann. Tschüss.